Huhu, Frelle hier. Herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Final Fantasy 9 aus dem Hause Squaresoft. Ja, das Spiel ist 2000 in Japan erschienen und 2001 in Europa. Kam für die PlayStation raus. Ich wollte eigentlich erst Final Fantasy 8 machen, aber da habe ich noch ein paar Probleme. Und Final Fantasy 9 habe ich schon zum Laufen bekommen. Es war damals ein bahnbrechendes Spiel. Genauso wie die Teile 7 und 8. Die haben eigentlich alles aus der PlayStation rausgekitzelt, was so ging. Und jetzt schauen wir mal, was uns Final Fantasy 9 so bringt. Wir starten ein neues Spiel und ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt mal das Intro an. Viel Spaß! Na hey, wer ist das denn? Ein verkappter Saiyajin? Zu mir bei den sieben Dragon Balls. Und hier werden auch keine Wünsche wahr. Ganz schön dunkel hier. Noch keiner hier? Komisch. Zünden wir erstmal eine Kerze an. Offenes Feuer in diesem Holzkahn. Macht sich bestimmt gut. Und schauen wir uns erstmal ein bisschen hier um. Und hier gibt es 47 Gil. Ja, Gil ist die Währung hier in dem Spiel. Und hier gibt's eine Potion, einen Heiltrank ist das. Als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, da war ich von dem Grafikstil ein bisschen überrascht, sage ich mal. Hier finden wir ein paar Eckdaten von dem Schiff, auf dem wir uns befinden. Ist vielleicht später nochmal ganz interessant zu wissen. Ja, ich hatte nämlich, bevor ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, Final Fantasy 8 gespielt. Und dann fand ich diesen Comic-Stil doch etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist wirklich ein klasse Spiel. Und jetzt zünden wir mal hier die Kerzen an. Wer ist denn da? Und wir sind Zidane. Und ich werde die Namen auch so lassen, wie sie sind, weil sich die Entwickler dabei nicht was gedacht haben. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was sie sich bei Zidane gedacht haben, aber ich lasse die Namen auf jeden Fall so. Ich bin Zidane. Was sind denn für welche? Ganz schön spät, Mann. Entschuldigung, übrigens, ist der Chef schon da? Na, noch nicht, fix. Ja, viele Charaktere reden hier mit Dialekten, was sehr lustig ist. Was bist du denn, ein Drachenmensch-Mutant? Oh, und er fordert uns gleich mal zum Kampf raus. Ja, das ist jetzt so ein kleiner Tutorial-Kampf sozusagen. Damit wir mit der Steuerung vertraut werden. Und dieser Gegner heißt der Maskiert. Tja, wer das wohl ist. So, wir haben hier ein Menü, wo wir unsere Aktion auswählen können und wir beklauen ihn erstmal fleißig. Okay, er hat eine Potion.
Trottel. Und jeder unserer Charaktere kann im Moment hier klauen. Und wir haben einen Armreif geklaut, sehr gut. Und manchmal kommt auch Diebstahl fehlgeschlagen. Je nachdem. Das! Aua, aua, aua. Aber solange Diebstahl fehlgeschlagen da steht, hat er noch was. Wir wollen das letzte Item auch noch haben, was er hat. Ja, eine Probeaufnahme hat das natürlich toll geklappt. Und jetzt, naja, Schädelspalter. Komm schon, komm schon, komm schon. Stehlen. Silen Quidea, genau das wollte ich haben. Das ist ein Dolch für sie da. Wenn wir ihn jetzt nochmal beklauen, dann steht dort ein Habit. Achtung! Jetzt können wir ordentlich auf ihn drauf bügeln. Oh, 8 Schaden, Zinna, sehr gut. Du bist unser Mann. Mit deinem Hammer rockst du die Bude. Idiot. Der Maskierte scheint nicht der talentierteste Kämpfer zu sein. Oh Monster, du hast echt drauf. Ja, manchmal verfehlt der Schlag auch, das kann Monstern auch passieren. Es gibt bei jedem Angriff eine Trefferquote. Was ist das denn? Ein Maulwurf-Schweinmann. Mein Schädel. Übertreib's mal nicht. Tja, und das ist unser Chef. Der Chef im Ring sozusagen. Yeah. Bark heißt der. Weil er uns immer anbellt. Habt ihr inzwischen sogar was drauf? Gut, dann machen wir uns jetzt mal Besprechung. Kick! Okay, ab geht's zum Briefing. Alle Mann dem Chef folgen. Okay, hier ist der Konferenzraum, wie es aussieht. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Unser Einsatz führt uns diesmal in das Königreich Alexandria. Okay, das ist das Schloss, was wir im Intro gesehen haben. Und dort werden wir, die allseits bekannte und gefürchtete Tantalus-Bande, die Prinzessin Garnet schnappen, jawoll! Okay, das ist die Prinzessin anscheinend aus dem Intro. Gut, und jetzt redet zu fix! Bald gibt unser Schiff in Alexandria das, was wir jetzt gerade drinnen sind, zu fix! Wenn unser Ohrens auch immer ist, lasst mir uns nichts ohrmerken. Und spielen bis in Alexandria sakrisch beliebte Diarisch-Diggel. Deine Taube möchte ich sein. Zu fix. Markus spielt der Hauptrollen. Markus zu fix. Werd mein Bestes geben und so. Aber die Hauptrolle bei der Entführung spielen sie da und Blank und so. In der Pause starte ich dann ein kleines Ablenkungsmanöver. Mit Hilfe dieser Viecher hier. Weiß zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss. Aber was soll's. Ich krieg das schon gebacken. Ja, Blank ist cool. Gut, und dann kommt auch schon dein Auftritt, Zidane. Was muss ich machen? Shit, ich hab nicht aufgepasst. Ich krall mir der Königin Pranne. Genau, du schnappst dir dann diese fette, hässliche Alte. Mal wieder mal gepennt, oder was? Ja. An der Stelle gibt's ein kleines Easter Egg, eine kleine versteckte, witzige Einlage, wenn wir jetzt 63 Mal die falsche Antwort Bark geben. Das mache ich aber kurz ohne euch und mache das offscreen. Also, dann bis gleich. Okay, wir haben es jetzt gemacht. Jetzt müsste es bei dem nächsten Mal müsste es soweit sein. Da haben wir es insgesamt 64 Mal gemacht. Und mal schauen, was passiert. Oh, wer ist das denn? Das ist Ruby. Zidane. Nur ist aber Jod mit der dummen Witze, du Jack. Ja, Ruby scheint Kölf zu sprechen. Sehe ich das richtig? Ich will ja jetzt den Kölnern nicht Unrecht tun. Aber vor allem, weil da Jack steht, würde ich denken, dass sie einen kölschen Akzent hat. Okay, okay, wir wissen ja, wir sollen uns die Prinzessin krallen. Okay. Genau, schnappt sie dann Alexandrias kleines Juwel, die von allen geliebte und bewunderte Prinzessin Garnet. Tolle Puppe übrigens.
Was für ein toller Eröffnungscrew. Das Theaterschiff kommt beim Schloss an, wo wir unser Theaterstickel aufführen. Ja, der Soundtrack ist übrigens sehr gut gelungen, finde ich, von Final Fantasy 9. Ich werde auch öfters drauf eingehen. Eine große Stärke dieser Spiele, muss ich sagen. Müsst ihr mal drauf achten. So, jetzt sind wir eine andere Person. Wir befinden uns in den Straßen von Alexandria, wo schon reges Treiben herrscht. Wir sind gleich mal hingefallen. Burgstadt Alexandria. Geht dir gut? Okay, wir haben irgendeinen Pixelhaufen verloren. Hier, dein Ticket. Ach so. Mach's gut. Tschüssi. Hütchen zurechtdrücken. So, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um. Moment, ich... Was bist du denn für einer? Pass doch auf. Ein Rattenjunge. Pass auf, wo du hinlatscht. Pass du doch auf, du hast mich da umgerannt. Okay, ich möchte kurz umstellen, dass ich automatisch renne und nicht gehe. So, dankeschön. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen hier in den Straßen um. Vielleicht finden wir ja das eine oder andere versteckte Item. Das sehen wir dann immer, wenn genau so ein Ausrufezeichen über unserem Kopf erscheint. Das haben wir hier, eine Potion. Die nehmen wir natürlich dankbar entgegen. Ja, hier gibt es immer vorgerenderte Hintergründe in Final Fantasy. Und die eigentlichen Figuren, die man spielt, die sind halt in Spielgrafik. Okay, hier gibt es noch was. Eine Potion. Noch ein Heiltrank können wir immer gut gebrauchen. So, schauen wir doch mal hier rein. Gehen wir ein bisschen den Leuten auf die Nerven. Der alten Frau hier zum Beispiel, die scheint irgendwie Schneiderin zu sein. Ups, und hier gibt's was unter Bett. Notgroschen. Ja, haben wir jetzt deine Existenz vernichtet? Das tut mir leid. Ich bring es ganz bestimmt zurück irgendwann. Genau. Und hier haben wir auch noch was in den Schubfächern. Eine Isegrim-Karte. Ja, es gibt ja auch ein Kartenspiel in Final Fantasy 9. Tetramaster heißt das. Aber das finde ich nicht so gut wie in Final Fantasy 8, Triple Triad. Weil dieses hier in Final Fantasy 9 ist ja zufallsbelastet. Und gefällt mir nicht so gut. Bei dem Muster wird mir ganz schwindelig. Uiuiui. Plumps. Tja, ist der Kleine wohl hingefallen. Puh, gleich habe ich es. Was denn? Was hast du denn? Ach, da kommt der alte Mann, der Opa nach Hause. Ach, Irias Weste schneidet sie also. Iria ist, glaube ich, das kleine Mädchen gewesen, was uns erst unser Ticket wiedergebracht hat. So, Obi, mach's gut. Und wir folgen dir gleich mal nach draußen. Und wie durch ein Wunder ist er weg. Und jetzt folgen wir mal dem Strom der Kinder. Gibt's hier irgendwo einen Rattenfinger oder so? Nee. Okay, du, ja, okay, mach dich fertig. Da wollen wir nicht weiter stören. Und geht mal nach oben in den nächsten Bildschirm. Ehrenwerte Adel aus Treno, mit Verlaub gestatte ich mir, die Führung zum Schloss Alexandrias zu übernehmen. Mach doch. Marchel. Ja, Treno scheint eine Adelsstadt zu sein. Vielleicht kommen wir da auch noch hin. Und wir schauen uns mal diese verdächtigen Büsche hier vorne an. Und finden 33 Gilden. Und gibt's hier auch noch was? Ja. Eine Goblin-Karte, wieder eine Spielkarte. Hier, Tauben, weg da. Und wer bist du? Dicker kleiner Hippo-Junge. Boah, sind die Adligen aber schick angezogen. Ja, anders als du mit deiner zerschmissenen Jeanshose. Dicky. Okay, schauen wir mal in die Bar hier rein. Hier gibt's vielleicht auch was Interessantes. Sieht etwas heruntergekommen aus, der Schuppen. Okay, was gibt's hier? Eine Kampfpulling-Karte. Kampfpudding, ja, ist einer der lustigsten Namen für Gegner, die wir noch treffen werden. Und hier gibt es noch 27 Gil. Kennt ihr eigentlich noch diesen Sänger-Gil, den es früher gab? Na, komischer Krauts gewesen. Ich habe früher immer Jill gesagt. Gastwirt Ashley. Ashley? Ist das nicht ein Mädchenname? Naja, gut. Schauen wir mal, ob es hier noch was gibt. Aha. Noch eine Potion. Die könnt ihr nicht von mir verstecken.
Oh, eine Rotmagier, ein Rotmagier. Ich will auch einen Rotmagier in meinem Team haben. Okay, gehen wir wieder raus. So, schauen wir mal in den nächsten Bildschirm nach links weiter. Das können wir noch machen. Und, wer bist du? Mick. Ja, ich habe ein Ticket. Cool, wa? Okay, zum Ticketschalter auf dem Marktplatz müssen wir also. Okay, und da kriegen wir einen Stempel. Alles klar. So, was steht hier auf dem Schild drauf? DAX Itemladen. Aha, ein Itemladen. Da schauen wir doch mal kurz rein, oder? Das können wir doch machen. So, hier gibt's doch bestimmt auch irgendwas. Na, du hast doch was gebunkert bei dir hier. 38 Gil, naja. Wir können sie besser gebrauchen als du. Hereinspaziert. Okay, ein Itemladen. Hier gibt's wieder Potions, damit wir uns heilen können. Wir haben schon 13 Stück, wie man rechts sieht. Mit Phönixfedern können wir kampfunfähige Charaktere wiederbeleben. Antidot ist gegen Gift und Augentropfen ist gegen Blindheit. In einem Zelt können wir uns ausruhen. Das sehen wir später noch, wenn wir an die Stellen des Spiels kommen. Da zeige ich euch das nochmal und erkläre euch das nochmal. So, aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Ja, die Kinder wollen schon, dass es weitergeht, aber wir warten jetzt erstmal auf die nächste Folge. Also, bis dann. Wir sehen uns weiter in Alexandria oben. Macht's gut. Ciao, ciao.